Der Gott, den du dienst, hat vier Ecken. In einer Zeit, in der Bildschirme das Leben der meisten Menschen dominieren, sind wir als Christen herausgefordert, unser Herz, unseren Verstand und unsere Seele vor der Welt zu bewahren. Der Fernseher, eine moderne Ikone, ist oft ein Prüfstein dafür, wie ernst wir unseren Glauben nehmen. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Wenn der Gott, den du dienst, vier Ecken hat, zeigt das, wie tief unser Leben von der Welt beeinflusst ist. Heute werden wir diese Frage beleuchten. Was sagt unser Umgang mit dem Fernsehen über unser geistliches Leben aus? Viele Christen leben in einem Widerspruch. Sie möchten Gott folgen und dennoch zur Welt gehören. Nichts verpassen und sich von weltlicher Unterhaltung prägen lassen. Dabei lassen sie sich oft wie hypnotisiert von Fernsehinhalten berieseln, ungefiltert mit Werten, die Gottes Wort entgegenstehen. Diese Sehnsucht nach der Welt zeigt sich in einem schwächeren Verlangen nach Gottes Wort und Gemeinschaft mit ihm. Unreinheit, Lüge und schlechte Werte werden toleriert, anstatt dass man sich von dem ekelt, wofür Jesus gestorben ist. Das zeigt eine erschreckende Unkenntnis Gottes und seiner Heiligkeit. Der Heilige Geist kann solch eine Unreinheit nicht ertragen, und doch wird sie oft nicht einmal wahrgenommen. Gottes Gräuel gilt nicht nur der Sünde selbst, sondern auch denen, die daran gefallen haben. Die Bereitschaft, sich durch Fernsehen in die Welt ziehen zu lassen, offenbart ein schwaches Gottesbild. Einen harmlosen Gott, der keine Konsequenzen fordert. Solche Menschen sind keine geistlichen Kämpfer, sondern lassen sich von der Welt umgarnen, anstatt in Gottes Wort festzustehen. Gott ruft jedoch dazu auf, entschlossen Finger weg zu sagen, bevor aus Toleranz für Unmoral ein Verlangen danach wird. Die stärksten Argumente gegen TV als gottgefällige Praxis. Die Werte des Fernsehens stehen im Widerspruch zu Gottes Wort. Das Fernsehen ist ein Spiegel der Welt, nicht Gottes. Serien, Filme, Nachrichten und Werbung strotzen vor Gewalt, Unmoral und Lügen. Römer 12,2 sagt, und passt euch nicht dieser Welt an. Wenn wir TV schauen, geben wir stillschweigend unser Einverständnis zu diesen Werten. Ein Fuß in der Welt, ein Fuß bei Gott. Viele wollen Gott dienen, aber nicht aufhören, die Welt zu lieben. Johannes 2,15, 16 mahnt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Der Fernseher ist kein neutraler Raum, sondern ein Kanal, der weltliche Ideale in dein Herz einflößt. Der Fernseher nährt das Fleisch. Galater 5,24 fordert uns auf, das Fleisch mit seinen Leidenschaften zu kreuzigen. Doch vor dem Fernseher lassen viele ihre Seele passiv werden, indem sie Unterhaltung konsumieren, die sündige Begierden und Oberflächlichkeit fördert. Das Fernsehen verdrängt Gottes Wort. Psalm 1 beschreibt den Gesegneten als jemanden, der über Gottes Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Doch wenn unsere Zeit von TV beansprucht wird, ist das Wort Gottes verdrängt. Was hat in deinem Alltag Priorität, Gottes Wort oder weltliche Unterhaltung? Die Heiligkeit Gottes wird ignoriert. Gott ist heilig und seine Kinder sollen heilig sein. Viele Fernsehinhalte verstoßen gegen diese Heiligkeit. Der Heilige Geist leidet, wenn wir Dinge konsumieren, die Unreinheit oder Gottlosigkeit verherrlichen. Keine Veränderung des Geschmacks nach der Bekehrung? 2. Korinther 5,17 sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wenn wir nach der Bekehrung weiterhin an weltlichen Dingen wie dem Fernsehen hängen, müssen wir uns fragen, haben wir die Transformation des Geistes wirklich erlebt? Verteidigung des Fernsehens zeigt geistliche Verblendung. Es ist nicht so schlimm, hört man oft. Doch wer seinen Glauben ernst nimmt, erkennt, dass der Fernseher Zeit verschwendet, geistlich passiv macht und uns mit falschen Werten füllt. Epheser 5,11 ruft uns auf, die Werke der Finsternis nicht nur zu meiden, sondern sie auch zu entlarven. Mangelnde Liebe zur Wahrheit und Furcht des Herrn. Wer Gott fürchtet, sucht nicht die Werte der Welt. Johannes 17,17 sagt, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Nachrichten und Unterhaltungsprogramme verdrehen oft die Realität. Wenn wir Gott lieben, werden wir solche Lügen meiden. Rebellion gegen Gottes Führung. Jeder TV-Konsum, der nicht klar von Gott gebilligt ist, zeigt eine Haltung von »Ich mache, was ich will«. 1. Samuel 15,23 vergleicht Rebellion mit Götzendienst. Der Fernseher wird zu einem Götzen, wenn wir ihn über Gottes Gebote stellen. Ein falsches Gottesbild. Gott ist kein harmloser Beobachter. Er ist ein heiliger Gott, der unser Verlangen nach Reinheit ernst nimmt. Wenn wir TV-Inhalte verteidigen, die gegen Gottes Heiligkeit gehen, zeigen wir, dass wir Gott nicht wirklich ernst nehmen. Wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Wie beeinflusst TV meine Beziehung zu Gott? Wenn Gott in deinem Leben wirklich König ist, wie kann dann etwas Platz haben,
das gegen seine Werte geht? Warum sehne ich mich nach weltlicher Unterhaltung? Diese Frage enthüllt unsere Herzenshaltung. Matthäus 6, 21 sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Bin ich Licht und Salz in der Welt? Wenn ich dieselben Medien konsumiere wie die Welt, wie unterscheide ich mich dann? Jesus sagt in Matthäus 5, 13, wir sollen Salz und Licht sein. Ein eindringlicher Aufruf zur Freiheit. Jesus sagte, die Wahrheit wird euch frei machen. Der Fernseher ist kein Werkzeug der Freiheit, sondern ein Werkzeug der Knechtschaft. Er fesselt dich an die Welt, macht dich passiv und taub gegenüber Gottes Stimme. Freiheit beginnt, wenn wir uns von den Bindungen der Welt lossagen. Warum brauche ich diese Freiheit, um rein zu bleiben? Reinige dein Herz, du Zweifler. Um Gott mehr zu lieben, die Zeit, die wir vor dem Fernseher verbringen, könnten wir im Gebet oder in der Bibel verbringen. Um ein Vorbild zu sein, sind wir Vorbilder für unsere Kinder und die Gemeinde? Was für einen Standard leben wir vor? Der Gott, dem du dienst, hat keine vier Ecken. Er ist heilig, unendlich und allmächtig. Wenn wir ihn lieben, werden wir uns von allem trennen, was uns von ihm entfernt. Der Fernseher ist nicht neutral. Er ist ein Symbol für die Welt und ihre Werte. Entscheide dich heute, wem du dienen willst, Gott oder der Welt.